In Psalm 42 gibt es eine sehr bekannte Bibelstelle. Da heißt es: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ich habe darüber nachgedacht. Das Wort betrüben, das ist eigentlich ein sehr interessantes Wort. Wenn etwas betrübt ist, dann ist das wie Wasser, was trübe ist. Eine trübe Brühe. Trübes Wetter. Eben nicht klar, nicht alles erkennbar. So milchig, verwaschen, verschwommen, trüb eben. Unklar. Und genau das ist das, was der Schreiber des Psalms erlebt. Er sagt, meine Seele ist trübe, sie ist nicht klar und genau deshalb ist sie unruhig. Ich habe keine Klarheit, um mich herum ist Nebel, ist eine milchige Brühe. Ich sehe nicht klar, ich bin betrübt. Weißt du, Seele ist unser Wollen, unser Denken und unser Fühlen. Das ist das, was unsere Seele ausmacht. Wenn die Seele betrübt ist, dann ist unser Wille nicht klar, ist verwaschen, ist betrübt. Unser Denken ist nicht klar. Wir wissen nicht, wie wir richtig denken sollen. Es ist alles so nebulös, Irritation, Verwirrung. Und unsere Emotionen, unsere Gefühle, unser Fühlen ist nicht klar. Es ist betrübt. Es ist vielleicht deprimiert, niedergeschlagen, verwirrt, konfuse und so weiter. Was betrübst du dich, meine Seele? Das ist interessanterweise eine Frage. Er fragt, warum mache ich das eigentlich? Wieso betrübt sich denn meine Seele? Wieso ist sie nicht klar? Und bist so unruhig in mir. Das ist die Folge davon. Wenn die Seele betrübt ist, kommt Unruhe in dich hinein. Ich denke, wir alle kennen diese Situation in unserem Leben. Wir unruhig sind, bedrückt sind, verwirrt sind. Das Schöne ist, der Vers geht weiter. Da heißt es, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Harre auf Gott, das ist ja ein Wort, was so einen negativen Touch hat. Aber das bedeutet, bleib dran. Lass nicht locker, sei beharrlich, halte das fest. Lass dich durch deine trübe Brühe in den Gedanken oder in deinen Emotionen nicht von dem abbringen, was Gott dir verheißen hat, was er dir zugesagt hat. Bleib dran, halte fest, denn dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, dass du ihm noch dankst. Wenn du ausharrst, wirst du dahin kommen, dass du Gott danken kannst dafür, weil er dich rausgeholt hat aus dem, was immer da für dich gerade diese unklare Situation ist. Er wird sein Licht aufgehen lassen, es wird Klarheit, es wird Licht hineinkommen, du wirst sehen können. Das Trübe wird verschwinden und Klarheit wird kommen. Das ist genau das, was die herrliche Verheißung hier in diesem Psalmwort ist. Bleib dran, harre aus und du wirst Gott noch danken. Und ich möchte dir das zusprechen. Ich möchte dir das zusprechen, wenn deine Seele betrübt ist. Die Klarheit des Herrn wird in dein Leben kommen. Bleib an ihm dran, halt an ihm fest. Bitte ihn, dass sein Licht in deinem Leben immer mehr aufstrahlt. Ich glaube, du wirst erleben, dass du Gott von ganzem Herzen danken kannst, weil er sein Licht in deinem Leben aufstrahlen lässt und alles Trübe weichen muss. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.